mit Produkten aus der Region für die Region. Eine schöne Sommernacht ist für mich eine Pizza. Das gibt mir immer ein bisschen Ferienstimmung. Und mit diesen regionalen Zutaten und einem praktischen Pizzastein wird es einfach der Hammer. Der wunderbare und cremige Büffelmozzarella produziert der Fritz Schneider in der Käsehütte des Meiers Kappel. Er macht das mit frischer Büffelmilch vom Biohof Breiten, Rotkreuz. Den habe ich so gern, da brauche ich meistens ein bisschen mehr als einen Becher. Dann der aromatische Heublumenspeck vom Hans Felder aus Seewen. Die feinen Fleischtomaten kommen von Schildknecht und Weiss aus Wicken. Noch ein bisschen fein geschnittene Champignons von Wellwil, die sind schon fix fertig. Und dann der ausgewählte Pizzateig von Amas Best. Ich habe Pizza gerne mit dem dünnen Boden. Darum tue ich die mit Mehl noch ein bisschen auswallen, gerade auf dem Backpapier. Dann lege ich es zusammen und tue es noch einmal in den Kühlschrank. Jetzt fange ich an mit den Beilagen rüsten. Tomaten schneide ich in kleine Stückchen und der Mozzarella genau gleich. Die Champignons sind schon fix fertig, da muss ich gar nichts mehr machen. Jetzt tue ich den Teig mit den Tomaten, den Champignons und dem Mozzarella belegen. Dann kommt noch der Heublumenspeck drauf. Ich habe das Aroma vorher noch so gern, darum tue ich hier ein paar Zwiebeln dazu. Den Pizzastein habe ich kalt in den Grill gelegt und dann auf 300 Grad geheizt. Jetzt ziehe ich die Pizza mit dem Backpapier, so geht es ringer, auf den heißen Stein und mache den Deckel wieder zu. Nach etwa 5 Minuten kann ich das Papier unten wegziehen. Und dann braucht die Pizza noch mal 10 Minuten, bis sie knusprig ist. Die dürren Blättchen kommen jetzt weg. Frischen Oregano drauf, ein bisschen Olivenöl und noch Pfeffer. Jetzt laufen wir doch gerade das Wasser im Mund zusammen. Da braucht es nur noch einen Salat dazu. Dort tue ich die feurigen Tomaten und Champignons gerade drin. Dann noch ein Tipp zum Pizzastein. Der darf nie nass werden, auch nicht nass abwischen. Sonst verbröckelt er. Bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Janet kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region.